Ja, aber jetzt da steht Bundesbody nicht einmal Bundesministerin. Ja, aber jetzt ist sie wieder in Bayern. Also, ist das sowas wie so eine Rückrufaktion? Also, das kannst du sie jetzt selber fragen. Frau Ilse Aigner, Staatsministerin Ilse Aigner. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier in München und hier in Bayern. Und mein Kollege, hätte ich jetzt fast gesagt, der Oberbürgermeister Dieter Leiter, hat ja schon vollumfänglich alle ganz herzlich begrüßt. HRG auch. Und liebe Frau Elgin, auch Sie möchte ich ganz besonders ansprechen, weil wir Ihnen das zu verdanken haben, dass wir heute das wunderbare 34. Filmfest München feiern dürfen. Ihnen und Ihrem Team ein herzliches Dankeschön. Wie gesagt, der Titel Leidenschaft sagt ja schon viel über die Filmfestspiele aus, und Leidenschaft kann man wirklich an den unglaublichen über 200 Filmen, vielen Weltpremieren, Deutschlandpremieren auch sehen. Aus 62 Ländern eine Weltreise, würde ich fast sagen, über fast alle Kontinente. Und deshalb kann man wirklich sagen, hier wird Geschichte geschrieben, wieder in München. Leidenschaft. Wer nicht für seine Geschichten brennt, sollte keine Filme machen. Das kann man nur voll und ganz unterstreichen. Und deshalb ist Leidenschaft das, was mir immer entgegenkommt, wenn ich mit all den Filmschaffenden, die vor und hinter der Kamera, in der Regie, in der Produktion, beim Verleih, überall letztendlich zu tun haben, von den Autoren, Drehbuchautoren, Schauspieler, Regisseure, Kameramänner, Ton, alles ist mit großer Leidenschaft verbunden. Und deshalb kann man diesen Satz nicht dick genug unterstreichen. Und dass dieses Motto für die ganze Branche ansteckend ist, kann man auch immer bei den Filmfestspielen feststellen. Die Menschen kommen, freuen sich an wunderbaren Filmen, die sie hier teilweise zum ersten Mal eben sehen dürfen. Und nachdem heute der Film auch etwas länger ist, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich Ihnen jetzt die wunderbaren Segnungen des Freistaates Bayerns für den Filmstandort Bayern noch etwas näher erläutere. Habe ich gedacht, da kriege ich große Freunde. Nein, ich mache es nicht. Wir werden alles dafür tun, dass der Filmstandort Bayern auch in Zukunft ein sehr guter ist. Und dass wir auch in Zukunft uns freuen können über die Filmfestspiele, über die Filmfestspiele in München. Und dass wir heute einen so wunderbaren Film sehen dürfen, der sozusagen der heimliche Sieger von Cannes gewesen ist. Auf dem Titelblatt von Le Monde, auch hochgejubelt, Jubelstürme sozusagen in der New York Times. Und dass der hier sozusagen seine Deutschlandpremiere feiern darf, obwohl Bayern nur als Juniorpartner gefördert hat, freut mich ganz besonders. Und deshalb will ich jetzt auch nicht mehr zwischen Ihnen stehen, zwischen Toni Erdmann, dem wunderbaren Film von Marion Ade, und freue mich einfach mit Ihnen gemeinsam den Film genießen zu dürfen. Kurz, prägnant und knapp, damit wir die 160 Minuten voll ausschöpfen können. Das 34. Filmfest ist eröffnet.